Okay, hey, jetzt, ich denke mir die ganze Zeit, ja, warum sollte ich diese eine Bahn, die ich genommen habe, warum sollte ich da die ganzen Gegner platt machen? Das hält doch nur unnötig auf. Also habe ich sie platt gemacht. Weil das ja unnötig aufhält. Und fällt sich raus, es hält unnötig auf. Wer hätte das gedacht? Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Gory Cuddly Carnage. Ich kann mich an den Titel des Spiels erinnern, weil es gerade eben noch gesungen wurde. Wir reden ein bisschen leiser, weil wir schlafen. Ich habe ein paar kleinere Verbesserungen vorgenommen. Upp. Zum Beispiel diesen hier. Also den Schlag habe ich verbessert. Ich habe mir mal ein schönes graues Fell gemacht. Neue Klamotten habe ich mir geholt und jetzt gehen wir auch weiter. Ach, ein extra Leben habe ich mir auch geholt. Das siehst du oben links. Jetzt nimmer. Unter meinem Katzenkopf. So. Hier, wir sind bei Episode 3. Hui. Ja, genau. Ich habe Episode 1 nochmal gemacht, damit ich mir das alles leisten kann. So. Ich habe wohl herausgefunden, wo sich eine geeignete Energiequelle befindet. Das ist ein bisschen Story. Dass mein kleiner Atomspalter-Spielzeugset wird stark genug sein, um den Laserpointer anzutreiben. Es ist verrückt, solche Spielzeuge wurden genehmigt, du aber nicht. Tja. Trotz seiner Genehmigung hat es sich nicht so gut auf dem Markt geschlagen. Aber einige Fabriken haben es trotzdem weiter hergestellt. Na sowas. Eines dieser Sets könnte in dieser bestimmten Fabrik gefunden werden. Aber Gory, du musst dranbleiben, hörst du? Die entzückende Armee hat die Kontrolle über die Fabrik und will sich damit vergrößern. Ich gebe mein Bestes, noch mehr Teile zu finden. Viel Glück. Mach nicht so viel Worte, Mädel. Fabrik, wir gehen zurück zu unseren Ursprüngen. Das wird genial. Ihr werdet wahrscheinlich sterben. Okay, alles klar. Spielen wir. Wir gehen also in eine Spielzeugfabrik. Alles klar. Oh. 8 Tage bis zum Spielzeugaufstand. Professorin, ich muss wirklich zur neuen Reihe der Ultra-Pets gratulieren. Diese Einhörner verkaufen sich noch besser als die Hasen. Und nach dem Fiasko mit dieser Katze und all den anderen fehlerhaften Spielzeugen dachten einige von uns schon, dass sie es einfach nicht drauf haben. Sie sind nicht fehlerhaft. Wir sollten das irgendwann mal feiern. Sie sind nicht fehlerhaft. Sie sind nicht fehlerhaft. Ich glaube, sie sind nicht fehlerhaft. Sie sind nicht fehlerhaft. Habe ich doch gerade gesagt. Schleichen gesagt. Mein Arbeitsplatz ist gefährlich und wenn dich jemand sehen sollte. Okay, Gory, geh wieder rein. Wir gehen nach Hause und schauen uns einen Film an, ja? Das könnte unsere Kami sein. Die hüpft sehr gern, wenn die Autotür offen ist, ins Auto rein und freut sich dann, dass sie lauter Polster hat, die weich sind und hüpft dann da rum wie ihre und legt sich dann meistens entweder vorne unter die Frontscheibe zum Pennen oder unter die Heckscheibe zum Pennen. Und freut sich ein Ast. Nein, das ist nicht gefährlich. Das Problem an der Sache ist, das hat sie wohl auch schon mal beim, wir schätzen, dem Postauto gemacht. Was dazu geführt hat, dass sie... Also, nicht anfassen und alles ist gut? Moment, okay. Sehr schön. Ich mag, wie das Zeug möchte. Eigentlich kann man noch ein bisschen... Finden wir den Ursprung dieser schleimigen, leuchtenden Schönheit. Ja, also, was dazu geführt hat, dass unser gutes kleines Kamilein, ich weiß nicht was, eine komplette Woche oder länger sogar, nicht da war und wir halt schon das Schlimmste befürchtet hatten. Wir sind im ganzen Dorf rumgerannt und haben sie besucht. Also unsere beiden Katzen sind Freigängerkatzen und dürfen halt rausgehen. Moment. Kommen normalerweise abends rein, sind auch mal einen Tag oder so verschwunden, alles kein Problem, kommen dann zurück, riechen meistens nach Wald. Wir wohnen hier halt direkt am Wald. Jesus, nee, jetzt hat aber. Sorry, ich wollte ins Mikro husten. Ja, Ende der Geschichte war, wir haben halt, ja, eine Woche im Dorf rumgerannt und geguckt, wo könnte sie sein und was weiß ich und überhaupt und sowieso.
irgendwann war man dann sogar so verzweifelt, dass wir einfach nur noch hingegangen sind und haben bei der Verbandsgemeinde so angerufen, wenn irgendwo ein zusammengefahrenes Tier gefunden wird, dann macht das ja irgendjemand weg. Und da halt nachfragen, ey, dann wissen wir wenigstens, ne, im schlimmsten Falle so, aber nö, auch nix irgendwie. Bis dann irgendwann ein Anruf kam, beziehungsweise, wie war das wieder? Eine Freundin hat mich, glaube ich, morgens geweckt und hat gesagt, eine Arbeitskollegin, also wir haben kein Facebook, sind da nicht irgendwie, tralala, und eine Arbeitskollegin hat dann wohl hier auch mal ein Foto rein und so und hat dann danach gefragt und die Arbeitskollegin muss dann wohl angerufen haben und gesagt haben oder meiner Freundin geschrieben haben, hier, guck mal, da ist jemand auf Facebook, ich glaube, das ist eure Katze. Und so war es auch. Die war dann irgendwie in der nächsten Stadt, die so zwischen 13 und 20 Kilometer, je nachdem wie der Weg ist, da war sie dann bei irgendjemandem vor der Tür gesessen und erbärmlich miaut, die hat sie reingeholt, hat halt festgestellt, okay, das ist keine streunende Katze, die ist voll zutraulich und alles, da stimmt was nicht. Und hat sie dann... Genau, wo ich hin wollte. Ah, ja. Und hat sie dann zu sich genommen erstmal und ein bisschen gefüttert und so und dann halt ins Tierheim gebracht und da haben sie dann halt einen Chip ausgelesen und haben uns dann angerufen, also kurz nachdem wir... Es ist schwer hier, sich aufs Spielen zu konzentrieren und Tränen zurückzuhalten. Kurz nachdem wir dann morgens die Nachricht gekriegt haben, hier, da hat sie jemand gefunden und dann hat auch schon das Tierheim angerufen und da war mir dann alles egal, aber gesagt, hier, tschüss Arbeit, ich muss nach Hause, ich muss meine Katze abholen. Also nicht nach Hause, ich muss ins Tierheim. Und dann haben wir Katze abgeholt und alles war wieder, ja, hat sie seitdem auch nicht mehr gemacht, aber wir haben jetzt seitdem richtig ein Auge drauf, wer bei uns vor der Tür steht, wenn das Postauto da steht. Und dann steht sie am Fenster und guckt wieder und, oh, die Tür ist offen, da könnte man ja rein. Wir wissen nicht, ob es das Postauto war. Wir haben keine Ahnung. Wir schätzen, dass sie in irgendeine offene Autotür reingehüpft ist. Das Auto hat angefangen zu fahren. Katze so schnell verstecken. Und als die Tür wieder aufging, ist sie wieder raus. Und dann so, WTF, wo zur Hölle bin ich hier? So, irgendwie muss das wohl gewesen sein. Und dann, ne? Oh, da unten, guck mal. Ach, guck mal, da dachte ich mir doch, dass da ein Geldding oder sowas ist. Komme ich noch jetzt also wieder. Ah ja, guck da. So, ja, genug der Katzengeschichten. Kami ist wieder da. Alles super. Hat sie überlebt? Hat sie irgendeinen Schaden davon getragen? Keine Ahnung, die war schon immer bekloppt. Also, ich weiß ja nicht. Ich habe so das Gefühl, vielleicht ist es aber auch nur die Hoffnung, dass sie weniger reinhüpft in fremde Autos oder so irgendwie. Aber, es ist vielleicht auch nur eine Hoffnung. So, ach, da drüben geht's weiter. Moment. Ach so. Ja. Das kann auch. Ich finde übrigens schön, dass die Plattformen nicht verschwinden. Seltsames Geschenk. Weißt du, was das Geschenk wirklich bedeuten könnte? Nein, was? Genau, denk mal drüber nach. So, jetzt muss ich aber wirklich langsam mal ein bisschen warten. Aha. Bis meine Raketen nachgefüllt sind, wollte ich sagen. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. So. Ja, die Geschicklichkeitspassagen hier, die sind jetzt nicht so schwer. Ach so, darüber muss ich. Junge, muss man erstmal schnallen. Ich habe immer Angst, dass wenn die so wackeln, dass sie dann abhauen. Also so wie bei Super Mario, dass sie dann irgendwann runterfallen oder sich wieder zurück dingsbumsen. Aber scheinbar machen sie das nicht. Ja, die ist ziemlich cool. So, guck mal, da ist noch ein Geldautomat. Junge, was haben wir jetzt schon Geld verdient? Wie viel haben wir denn jetzt? 2576. So, das war bestimmt, weil ich so eine... leidvolle Geschichte erzählt haben, dann haben sie alle gedacht, oh, ach so, ja, hier.
Warte. Also, wie kommen wir da rein? Ich glaube, das... Moment, wenn die Röhre da oben ist, wie zum Teufel kommen wir da hoch? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich frage mich eher, wie zum Teufel kriege ich... Wir schießen diese Plattform, mal zum Mond! Was für eine Plattform? Wer macht denn da... Ja, wo denn? Wo denn? Ich höre doch was. Ich höre was. Das sagt jemand. Und hier, Kitty, 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 Kitty. Kann man die Dinger eigentlich auch abballern? Nicht wirklich. Ich höre es doch. Ich weiß aber nicht, wo. Wo ist das? Er will mich wieder verkackeiern. So. Ich glaube, es war nicht geplant, dass ich das so... Oder doch? Ja, ernsthaft jetzt, was war das? Ach, da unten ist ein Schlüsselteil. Also sind es wirklich die Schlüssel, die mich zu sich locken. Das ist ja mal cool. So, dann gehen wir da natürlich hin. Das ist schon irgendwie lustig, wenn der Schlüssel dich zu ihm ruft. So, und du so? Alles klar mit dir? Ach so, da hätten wir vielleicht machen sollen, wenn ich draufstehe oder so. Naja, jetzt sind wir hier unten. Was gibt's hier? Ist das Geld? Nee. Irgendwie komisch, dass da so toxische Fässer sind und wenn man sie kaputt macht, passiert nichts. So, was steht da? Probealarm? Ach, Adobe Alarm. Ja, Probealarm. Ganz genau. So, ich glaube, wir müssen hier wieder hoch. Und nochmal. Hast du gedacht, hä? So, also, die nächste ist wo? Ach, da! Hab ich gar nicht gesehen. Diese Zielhilfe finde ich übrigens verdammt praktisch. Für Leute wie mich. So, jetzt hat er aber. Ah. Da drüben sehe ich noch einen. Nicht mehr so. Sonst noch irgendwo was? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Kann ich doppelt hoch? Nee, wahrscheinlich nicht. Was war das da unten? Da? Oh, nichts. So, das haben wir ja wohl locker geschafft. Also die Plattforming-Passagen, die mag ich. Das sind ja auch einfach. Ja, ich weiß, dass ich in der letzten Folge, ne, vorletzte war es dann, ich hab's durch zwei geteilt. Dass ich da noch anderes gesagt habe. Sehr leise sein, wenn ich das möchte. Ja, genau, sei mal sehr leise. Ich hätte mal wieder Bock auf ein paar Gegner. Sei mal ein bisschen lauter, dass da mehr Gegner kommen. Kann ich auch. Sieht, wenn ich da rüber hüpfe. Nix. Bomb. Krach. Ih, was ist das? Das Schleimhorn. War, Alter, ey. Echt jetzt. Wie habe ich mit denen zu verfahren? Ich weiß nicht, ich schieß mal einfach mal eine Granate drauf. Achtung, es wird explodieren! Es wird explodieren? Cool. Okay, also man haut drauf und dann explodiert's oder wie? Das ist alles? Hätte ich mir jetzt aber irgendwie mehr erwartet. So, umgucken. Umgucken, ihr Leute. Was ist denn das da drüben eigentlich? Der Ente, der baller ich jetzt eins an den Kopf. Da kommen Menschenteile runter, okay. So, diese Luftballons da nerven mich. Ah. Hier, Kitty, 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 Kitty. So, das sollte reichen. Wunderbar. Ich bin jetzt nicht so der Freund von gleich weitermachen.
Ich hoffe, dass das da eine Bratwurst ist. Ne, das ist ein Smiley. Okay. Smiley ist auch in Ordnung. Es hat gerade eher phallusartig ausgesehen. Deshalb war ich da etwas verwirrt gerade. So. Da. Ein Geldautomat. Ich liebe Geld. Ich auch. Gibt so 500 Geld jedes Mal. Und da wir hier sonst kein Geld verdienen, weil hier nämlich keine Gegner sind aus irgendeinem Grund. Ja, hallo. Das ist Fließband an, oder? Ui. Ich muss wieder weg. Okay, alles klar. Das kriegen wir hin. Also. Da hoch. Okay. Jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht. Oh, der da will einen drauf haben. Da darf ich wohl nicht dran. Das war nicht gut. Das war eine blöde Idee. Alles klar, nochmal. Ja, okay, kann ich nicht. Hallöchen. Du auch? Du erst recht. So, ich gucke jetzt mal, dass ich den oberen Weg nehme. Das sieht deutlich angenehmer aus. Ah, das war dumm. Nee, war es nicht. Alles geplant. Achso, kann ich nochmal hüpfen? Ja, aber zu spät. Ah, Mann. Ey. Ja, sorry. Es ist eigentlich voll einfach. Ich werde es euch jetzt zeigen, wie einfach das ist. Guck. Ich habe mir wieder den Mund voll genommen gerade jetzt. Ja. So, hier, guck. Darüber, Doppelsprung. Man muss halt den Doppelsprung ein bisschen zusammenhalten und dann geht das schon. Hier zum Beispiel brauche ich keinen. Doch, brauche ich einen. Machen wir hier aber langsamer. So. Und da jetzt Doppelsprung. Und jetzt der gedrückt halten. So, jetzt hat. Ups, das war ein bisschen früh abgefuchst. Aber macht nichts. Ja, hopp, geh durch. Geh doch da durch. Ah. Sorry. Achso, das sind wir noch hinter mir her. Ich dachte, ich bin schon fertig. So. So, da muss ich jetzt wohl rein. Ja, aber da kommt doch jetzt das ganze Glitsche wieder raus. Es geht wieder los. Na, das war so klar. Okay. Ja, nee, das ist schon. Ich glaube, jetzt ist es wohl eher so, dass ich abstürze. Ich wollte gerade sagen. Okay, also. Aber wenn ich da jetzt einfach immer drauf bleibe, das ist doch voll easy. Gar nicht. Nö! Ach Mann! Ja, nee, das ist einfach nur Dummheit. Ich könnte jetzt da oben rumgehen, ich verstehe aber nicht ganz, warum. Ich meine, das sind keine Schlüssel oder so. So, das ist ein Stein. Was? Ach so, die Welle. Ich muss ja auch bedenken, dass ich eigentlich verfolgt werde hier. So. Alles klar. Guck, hier einfach weiter runterfahren. So. Den wegmachen. Da nochmal hochhüpfen. Da. Rüber grinden. Ah ja. Da aufmachen. Kriegst auch gleich noch eins rein. Du kriegst noch eins rein. Da bloß auf, Kollege. Jetzt haben wir natürlich keine Muni. Das ist jetzt insofern dumm. Als das da. Ey, echt jetzt, mach Auge. Das war gemein. Ja, ich hätte den einen nicht abschießen dürfen. Das ist ja aber auch hier, wenn man schon mal die Möglichkeit hat. Boah, und ich dachte so, das zieht sich hier ja. Ich hab mich im. Ich höre jetzt. So. Ich halte jetzt die Klappe hier. Bevor ich euch jetzt noch fünfmal erkläre, was das Problem dieses Mal war. Also, ich will Speed geben hier. Hallo?
Danke. So. Mann, ey, ich habe noch 3% Energie, weil ich so doof bin. Wieso kann ich hier eigentlich nicht die Kamera verstellen? So, jetzt halt aber. So. Okay. Verstehe nicht ganz. Okay, ich denke mir die ganze Zeit, ja, warum sollte ich diese eine Bahn, die ich genommen habe, warum sollte ich da die ganzen Gegner platt machen? Das hält doch nur unnötig auf. Also habe ich sie platt gemacht, weil das ja unnötig aufhält. Und stellt sich raus, es hält unnötig auf. Wer hätte das gedacht? So. Mir ist das gerade noch scheißegal hier. Och, ist das eine Kacke? Hey, ich, ja, nein, das ist eigentlich, also... Also am meisten stört mich gerade, also wirklich was ein bisschen, aber es ist jetzt hier, ja, komm, gibt's Schlimmeres, ne? Wenn man auf der Rail ist, zumindest eben, kann man nicht die Kamera nach unten drehen. Du kannst nicht nach unten gucken. Und die Kamera ist dann fest, was natürlich doof ist, zum Beispiel hier. Ich würde mich da jetzt gerne umgucken, geht natürlich jetzt halt nicht. Und das war ja gerade eine saudumme Kameraperspektive. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, ich bin jetzt hier ein bisschen langsamer, ja. So. Lass mich doch mal in Ruhe meine nassen Hände abputzen. Dieses blöde Spiel. Wieso? Also eins haben sie nicht verstanden, die Entwickler. Wenn du was machst, wo du gehetzt wirst, dann mach nicht, dass wenn du stirbst, dass es losgeht und du wirst gleich wieder gehetzt, sondern dass du zumindest, bevor du den ersten Schritt machst, kurz stehen bleiben kannst, um dir zum Beispiel mal die versifften Hände an die Hosen zu schmieren. Verdammte Kacke hier, so. Aber das ist jetzt genug erklärt. Habt das jetzt verstanden? So. Aber dass ich auch diesen riesen Abschnitt da immer wiederholen muss, das ist doch doof. Ich hab doch ganz viel schon gut hingekriegt. Ey, gerade eben war es noch zu. Habt das gesehen, das Auge? Das Auge hat Auge gemacht. So. Kamera nervt gerade. Also weil sie immer so weit unten ist. Ah. Ja. Geh drauf! Eieiei, das war knapp. Jetzt geh weiter. Lass mich doch einfach jetzt da unten reingehen, ja? Eieieiei, okay. Das war knapp! Ja, das war knapp. Das war unnötigerweise verdammt,
blöd habe ich mich da dran gestellt. So, kann man nicht anders sagen. So, was steht hier? Hacking Detektik, das ist doch super. Muss da nicht gleich wieder runterhüpfen hier. Ist schon in Ordnung, so wie es ist. Wahrscheinlich gab es da auf den anderen Wegen irgendwie einen Schlüssel zu finden oder so. Der Manager. Edge and Hack XL. Okay. Schau, was die Katze angeschleppt hat. Hey, ich bin es, der ihn schleppt. Okay, das ist also ein Edge-Sketch, alles klar. Willkommen in meinem Reich, Leute. Hier dreht sich alles um die Erwachsenen, wenn ihr versteht. Ich höre was. Wo denn? Wo bist du? Ich bin quasi Schlüssel. Der Manager dieser Schlüssel, komm Fabrik. Her. Ich bin Schlüssel. Also eine ziemlich große Nummer. Schlüssel, ich höre dich. Ich wette, ihr habt noch nie etwas gemanagt. Ha, der Manager? Kannst du uns sagen, wie wir die Tür öffnen? Hey, Kumpel. Das Zeug hier drin ist ziemlich tabu. Nur wirklich wichtige Personen haben darauf Zugriff. Also, ich zum Beispiel. Aber ihr? Eher nicht. Ah, okay. Aber ich mag euch. Also könnt ihr stattdessen hier rumhängen. Das ist mein Büro. Ganz schön krass, oder? Ja, wollen cool. Wir spielen, um uns die Zeit zu vertreiben? Mach dir ein Auto kaputt, ist das gut? Sachen suchen. Ich meine Actionfiguren. Nicht weglaufen. Ah, keine Autos. Jetzt. Schläft er oder was? Also wir müssen wohl... Ey, sorry, dass ich euch immer wieder reinhuste. Es tut mir leid. Wenn ich dran denke, was ich wahrscheinlich nicht mache, kann ich jetzt schon mich dafür entschuldigen. Ich tue ja danach das Video noch ein bisschen schnippeln und so. Gerade wenn es so wie das letzte, wenn das irgendwie 1,5 Stunden geht oder was, und dann, oh nee, das ist zu lang. Eine Stunde hätte ich mir jetzt... Kreisverkehr, ja, ich fahr gerade falsch mit dem Kreisverkehr, ja, danke. Eine Stunde oder so hätte ich mir ja noch gefallen lassen, aber das ist halt... Hallo? Ja, was muss ich denn eigentlich machen? Da stehen Kaffeetassen. Ah, warte mal, ich habe da eine Idee. Ich schieße ins Auge. Aha. Das sieht doch gut aus. So. Wo ist denn das zweite hin? Ich weiß, da oben noch ein Stück Schnipp. Also, das ist da einfach. Okay. Was steht da? Abuse. Was macht ihr da oben? Abuse. Glücksschlüssel! Gute Arbeit, Chip. Wir überlasten okay. Das Schloss, indem wir die alle schnell hintereinander abschießen. Hey! Ach so. Unhöflich! Finger weg von meinen Sachen, okay? Schnell hintereinander abschießen mag ich nicht, kann ich jetzt schon sagen. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Also, ich glaube, das ist die am wenigsten actionreiche Folge, bis auf die Verfolgung eben. Einfach weil, ja, da kann man hier so schön chillen. Guck mal hier. Achso, ich soll die ja abschießen, gell? Guck mal her, ich tue mich mal strategisch interessant hier hinstellen. Okay, vielleicht ist das doch nicht so eine gute Strategie. Gut, oder? Mann, ich hab's voll drauf. Ach, da ist noch eins. Wow, drei Stück direkt hintereinander. Bin ich gut, oder was? Cool. Ich dachte, wir würden beste Freunde werden. Ja, hab ich auch gedacht. Was ist das da für ein schöner... Eine schöne Raupe. Guck mal, die hat Herzchen in den Augen. Also hier ist wirklich schön. So, und nun? Ja, aber was muss ich denn machen? Also ja, ich muss jetzt darüber, aber wie komme ich denn darüber? So. Es hat irgendwas da hinten. Ja, Kacke, kaputt. Geht nicht. Schade. Das kann ich nicht lesen. So, also, hat es vielleicht hier... Ach, Chip, hoch damit! Hört auf, meine Sachen anzufassen! Wo, was denn? Was denn, wo denn? Ja, aber das ist ja nur eins.
verstehe es gerade nicht. Oder... So. Oder muss ich da jetzt 4 Stück. Ah, da ist noch einer. Ach so, ich kann dem Kabel nachgehen. Hahaha. Also da ist einer. Und da ist einer Kabel. Und ansonsten, ja. Ich glaube, das sollte schon reichen, oder? Guck mal, die treffe ich ja von hier. War gut, oder? Oh, da ist noch eins, Freund. Habe ich eben erst gesehen. Ah, öffne die große Tür. Ja, sehr schön. Gut. Das macht so Geräusche wie so ein... Ein bisschen wie so ein Geldstück auf einem Tisch, weil das so... Weißt du, so hingehst und dann so... Brrrr. Oh, das ist super. Das lieb ich. Meine Katzen lieben das auch. Also da hinten scheint's fröhlich zu sein. Dann würde ich das mal nutzen, um hier einen coolen Trick zu machen und zu sagen, okay, Leute, ihr habt mir jetzt eine gute halbe Stunde beim Failen zugucken gekönnt. Morgen wird's ähnlich. Vielleicht gibt's morgen ein bisschen mehr Action. Also ich mag ja diese Level da, diese gejagt werden Level. Ich mag die eigentlich. Ja, es war nicht die Schuld vom Spiel. Ich habe mich halt einfach wirklich blöd dran gestellt und 10-mal dieselben Fehler gemacht. Schon cool. Mag ich eigentlich so das Plattformgedöns. Ja, egal. Morgen gibt's vielleicht ein bisschen mehr Action. Wir werden sehen. Bis dahin. Geht zum Pinkeln vor die Tür. Das ist Deutsch und auf Englisch heißt das Piss out. Tschö. Aha. Multilinguist bin ich. Multilinguist auch.